Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen wieder zurück bei Imperator Rome, wo wir mal wieder eine Wahl haben im September. Bin mal gespannt, wer dann hier was zu sagen hat. Momentan haben wir die Militär-Hoshis am Start. Und jetzt wollen wieder irgendwelche Leute hier mit uns handeln. So, wir haben wahrscheinlich wieder irgendwo einen Überschuss produziert. Wahrscheinlich in Rom. Bei der absurden Zahl an Sklaven, die wir da haben. Ihr seht, was hier los ist. Die Sklaven sind auch sehr, sehr effizient. Neuer Herrscher ist Camillus Verginius. Eieiei, okay. Der hat es jetzt geschafft. Wir haben jetzt also hier den Handelswert national erhöht und die diplomatische Reputation. Das finde ich gut. Das heißt, wir machen noch mehr Kohle durch ihn. Erhöhte soziale Spannungen. Mit dem Wachstum von Rom haben unsere einst so wichtigen Verbündeten Italien, die Socii, zunehmend an Bedeutung verloren. Die Privilegien und die Aufmerksamkeit, die die Socii früher erhalten hatten, geraten in Verfall. Die Socii sind besonders irritiert über das, was sie als Eindringen unserer Bürger in ihr Land sehen, von denen sie behaupten, dass sie sich unrechtmäßig niederlassen. Sie werfen uns vor, dass wir neu eroberte Völker und Bürger bevorzugen, während wir gleichermaßen unsere alten und treuen Verbündeten nicht als Bürger von Rom entmachten. Hä? Was gelten? Machten? Hey, der Satz macht keinen Sinn. Für mich momentan. Aber mal gucken, was die wollen. Es wird schon vorübergehen. Dann finden die mich total doof. Oder wir dürfen ihre Unterstützung nicht verlieren. Dann verliert unser Herrscher. Geld ohne Ende und Beliebtheit. Scheiße, ey. Das fängt ja gut an, ey. Diddle-di-diddle-di-du. Ich bin der Meinung, wir setzen jetzt einfach mal hier den Armeeunterhalt auch noch runter. Unfassbar! Ich bin immer überlegen, ob ich die Tributstaaten. Ich habe ja gar keine Tributstaaten. Ich mache ja auch kaum irgendwie Tribut hier momentan, ne? Ja, lassen wir mal laufen. Mal gucken, was passiert. Was ist da los? Jetzt muss wieder jemand den hier ersetzen. Ich nehme einfach den Erstbesten. Auch wenn der mal wieder von den Populisten ist. Nein, ich lasse ihn nicht rein. Was ist hier los? Defizit. Ja. Schlechte Planung. Defizit. Verzweifelte Maßnahmen. Ein Freund in Not. Schnüre enger ziehen. Ein Geschenk der Götter. Ja, warum schreibt ihr nicht einfach hin? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott. Ich mache es immerhin plus 29, ne? Es ist gar nicht so katastrophal, wie es aussieht. Es ist gar nicht so katastrophal. Aber wir müssen nach wie vor natürlich ein bisschen warten. Was haben wir denn da noch alles für Regionen? Aha. Versorgung. Wir können da übrigens mal sehen, wie weit unsere Männer versorgt werden, ne? Also wie gut diese Versorgung abläuft. Scheint überall gut zu sein. Kann jetzt momentan da nichts irgendwie ausmachen. Ist das jetzt schon wieder... Nein, ich will keinen Bonus verlieren. Also wir haben es bald, Freunde. Wir haben es bald, was das hier angeht. Bald wird unser Defizit hier wahrscheinlich... sich relativiert haben. Das Gute ist, wir können schneller bauen. Guck mal, wie viel Mali das mit sich bringt. Das ist echt katastrophal. Das ist echt katastrophal. Minus 0,2. Für jeden. Oh, das ist echt hart. Das ist echt hart. So. Jetzt ist es vorbei. Nächsten Monat machen wir wieder ein kleines Plus. Ein winziges Plus. Ja, immer noch minus 0,35, aber es ist nicht mehr katastrophal. Der ist immer noch hier so nicht so ganz loyal. Ich hasse ihn dafür. Sieh zu, dass du loyal wirst. Eigentlich müsste er jetzt loyaler werden. Im nächsten Monat. Ich jetzt gerade mal beobachten. Ja, jetzt steigt die Loyalität wieder. Gott sei Dank, ey. 49.000 Rekrutenreserve. Ich wünschte mir, man könnte die Rekrutenreserve insgesamt verbessern. Mehr Forschungspunkte.
Wie steht's eigentlich momentan um Technologie? Also wir haben bald die Redekunst 7. Oh Gott, ich bekomme ja keine Zivilmacht. Was ist denn das für eine Pappnase? Der hat da eins drin. Oh Gott. Naja, immerhin bekomme ich davon plus 5. Gucken wir, ob ich hier irgendwas ändern kann. Wir haben ja hier sogar noch eine Veränderung. Die Förderung von Landaneignungsreform kostet was? Ah, die Produktion von Bürgern national wird erhöht. Was ist das hier? Belagerungsfähigkeit wird erhöht. Verstärkungsgeschwindigkeit wird erhöht. Triremen kosten weniger. Rekrutenreserve wird erhöht. Brauche ich alles nicht. Ich brauche irgendwas Ziviles. Kriegsmüdigkeit? Nein, wir haben ja gerade eben sowas nicht. Loyalität von Untertanenstaaten kann ich erhöhen. Zufriedenheit der Primärkultur. Beliebtheit des Herrschers kann ich erhöhen. Die Tyrannei. Ich habe keine Tyrannei. Die aggressive Expansion senken. Beziehungen verbessern plus 33%. Das wäre witzig. Forschungspunkte. Oh. Bauzeit reduzieren. Generalloyalität. Admiralloyalität. Das finde ich ganz gut. So. Wir haben jetzt noch mehr Forschungspunkte. Das heißt, wir forschen jetzt noch schneller. Haben aber trotzdem nur eine Forschungseffizienz von 91,4%. Ja, wir produzieren wenig, also weil das Verhältnis unserer Bürger zur Gesamtbevölkerung halt nicht 1 zu 1 ist. Ach du Scheiße, ich brauche also mehr Bürger. Halten wir fest, wir brauchen mehr Burger. Also gehen wir in die Burgerbraterei und sagen einfach mal, hey, wir haben hier sowieso viel zu viele Sklaven. Die werden jetzt hier mal 1, 2, 3, 4... Ja, die werden jetzt einfach mal aufgewertet. So, die haben wir jetzt mal aufgewertet. Zu freien Männern. Und jetzt machen wir mal 4 davon zu Bürgern. 1, 2, 3, 4. Und das müsste eigentlich jetzt schon mal was bewirkt haben. Ich weiß bloß nicht, wann das dann zuschlägt. Keine Ahnung, wie viele das dann sind. Okay, hat einen Punkt. Um einen Punkt hat sich das geändert. Einen. Okay. Ja, ich muss dir deutlich mehr machen. Aber wir haben genügend von dieser Redekunst. Von dieser ominösen Redekunst haben wir genug. Also lasst es uns benutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir können eine Handelsroute machen. Wein und Wild. Bogenschützen, wenn wir mehr Disziplin haben. Armeen haben weniger Unterhaltskosten. Hey, das ist gut. Sauft ruhig, ihr Soldaten. Solange ihr uns treu ergeben seid. So, jetzt habe ich hier wirklich eine ganze Menge Bürger. Forschungspunkte produzieren die en masse. Guck mal, sind wir schon bei 96%. Das ist schon mal gut. Das finde ich sehr, 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 sehr angenehm. Aber mir reicht das immer noch nicht. Ganz im Ernst, ich brauche gar keine freien Männer in Rom. Rom braucht keine freien Männer. Wozu denn? Rom braucht nur Bürger. Und Stammestypen brauchen wir sowieso nicht. So. Das ist immer ein schneller Aufstieg gewesen für die Dudes, ne? So, jetzt sind wir bei 99,9%. Das ist doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Dann nehmen wir jetzt hier nochmal einen. Der jetzt erstmal assimiliert wird und plötzlich auch noch aufgewertet wird, ohne dass man ihn fragt. Und den werten wir auch noch auf. Und dann sind wir, glaube ich, jetzt bei 100%. Yes! Na also. Dafür haben wir jetzt endlich auch mal die Redekunst sinnvoll einsetzen können. Rom, unser Ballungszentrum für Forschung und Entwicklung. So, hier haben wir momentan immer noch Handel, Steuer und Gedöns. Was fehlt eigentlich um hier, dass hier noch weiter zu? Das ist, glaube ich, einfach. Das hängt direkt, glaube ich, mit der Zivilisationswert zusammen. Und die machen immer noch genug. Seht ihr, weil ich brauche jedes Mal immer volle 15 für einen Überschuss bei den Sklaven. Das heißt, ich bin nicht mal drunter gefallen. Was total toll ist. Und woanders brauche ich ohnehin keine Sklaven, weil. Ja, also, es sei denn.
Was machen, was produzieren die eigentlich hier? Salz. Produzieren Salz. Wir produzieren Holz. Aber ich produziere keinen Überschuss. Ich denke mal, dass ich diese hier einfach mal nach Lavinium umsiedeln kann. Das machen wir mal. Ich siedle jetzt mal nach Lavinium um. Um Salz zu bekommen. So. Jetzt haben wir nämlich hier 12, aber ich brauche natürlich noch 3 mehr. Die siedeln wir um nach Lavinium. So, geschafft. Jetzt haben wir nämlich jetzt 15 Stück und das heißt, wir haben jetzt hier den Bonus auf die Festungsverteidigung lokal wegen dem Salz. Da dies die Hauptstadt ist, gelten folgende Boni für das ganze Land. Armeeunterhaltskosten reduziert. Nein, ihr bekommt keinen Zugang, Freunde. Oh, ich kann ja noch ein weiteres Gebäude errichten, weil wir hier natürlich jetzt mehr von denen haben. Also machen wir einen Traumspeicher hier noch hin. Das finde ich ja nicht ganz gut. Wir sehen, wir können theoretisch, wenn wir wollten und die finanziellen Möglichkeiten hätten, hier eine ganze Menge Leute an einen und denselben Ort bringen. Freunde auf höchster Ebene, Vibius Decius hat aus unbekannten Gründen damit begonnen, seine Stimme zur Unterstützung vom Camillus zu hören. Entweder gibt es mehr Loyalität, was ich gut fände, oder er verliert, oder wir schneiden ihm die Eier ab, so wie es aussieht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Witz sein soll, aber es ist einfach nur total random. Das sehe ich halt einfach nicht ein. Das ist einfach nur so ein Glücksspiel. Nee, nee. Braucht keine Wahnsinnigen, die wahnsinnige Entscheidungen treffen. Wäre ja wahnsinnig. Ja. So. Ich würde einen Bonus verlieren, den ich nicht verlieren will. Boah, wir haben langsam aber sicher echt Manpower, Leute. Und ich bin der Meinung, dass wir diese Manpower auch definitiv noch weiter ausbauen sollten. Frage mich gerade, wir produzieren jetzt hier auch, so wie es aussieht, wieder Reihe Männer. Im Juni 599. 559. Oh Gott. Das ist also das ist ja mal krass. Das sind ja 39 Jahre. Wie lange brauchen die, um hier erwachsen zu werden? Das ist ja mal brutal. Okay. Aber Rom ist halt eine Stadt voller Händler. In dem Fall voller Porsche und Händler bei uns. Echt etwas, was ich theoretisch die ganze Zeit hin und her organisieren sollte. Ne? Also gezielt gucken, was brauchen wir? Was bringt jetzt zum Beispiel Oliven? Lokal würden dann die Sklaven zufriedener sein. Die Frage, die ich mir gerade eben stelle, was meint das Spiel mit lokal? Hier haben wir schon Eisen, das wird ja ohnehin schon produziert, überschussmäßig sogar. Weil wir ja auch hier Eisen haben. Könnte also theoretisch sogar jetzt hier die nach Ostien verlagern. Umsiedeln nach Ostien. Um gezielt Eisen verkaufen zu können. Muss ich dann halt nochmal 7 Stück darüber schaffen. Organisieren wir einfach mal die Sklaven darüber. Umsiedeln nach Ostien. So, jetzt fehlen noch 3, ne? Exakt. Da haben wir genügend, da haben wir 9. Umsiedeln nach Ostien. Ostien. Ostien worden. Hätte auch nicht mehr gereicht. So, jetzt habe ich tatsächlich hier plus 2 Eisen. Das könnte gut sein, dass es jetzt hier jemand kommt und deswegen sagt so, hey, ich würde das ganz, ganz gerne kaufen. Kampagnen kann gar kein... Ich kann das jetzt hier gerade eben gar nicht... Ach so, ne, ich könnte das jetzt hier nach Lucanien schicken. Dann Lucanien nochmal... Lucanien. Wo
könnte ich dort auch Truppen herstellen, wie wir sehen. Also römische schwere Infanterie. Oder Stoffe. Nee, das lehne ich ab. Hier baut man hier weiter. Wir haben wieder ein Omen, das wir machen können. Wie viel Geld machen wir gerade eben? Ja, schon so einiges. Ich frage mich, ob diese Rekrutenreserve dann auch quasi... Ich will das mal probieren. Momentan haben wir 528, die wir zu bekommen. Ob das jetzt hier davon auch beeinflusst wird. Ja, es wird beeinflusst. Es wird beeinflusst. Also wirklich mal prozentual, so wie es aussieht. Dadurch rennen jetzt auch mehr Leute dann quasi in unsere Armeen. Und ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, ob wir nicht sogar noch eine vierte Legion aufstellen wollen. Wir sind schließlich Rom. Eine schicke vierte Legion, aber davon sind wir noch weit entfernt, dass ich das jetzt hier in die Praxis umsetzen möchte. Wir würden diesen Bonus verlieren. Er hat jetzt Arthritis, okay, das will ich nicht verlieren. Er ist ja immer noch illoyal. Aber wie gesagt, seine Illoyalität sinkt. Will ich ihm noch mal ein Gehalt gewähren? Nein, er macht ja gerade eben ohnehin schon seinen Weg über 33%. Das heißt, dass dieses Problem eventuell gar nicht mehr so lange besteht. Wir können uns das bald hier leisten. In flagranti. Von einigen Nächten wurde Paulus Junius Bubulcus dabei erwischt, wie selbst dem Gold aus der, wie er sich selbst mit der Gold aus der Staatskasse zu bereichern versuchte. Dies ist eindeutig schwerer zu brechen, es unter dem Teppich zu kehren, hat aber auch einen Nutzen. Ihn auspeitschen lassen senkt unsere Beliebtheit. Wir verlieren so oder so das Geld, egal was, weil er hat es ja geklaut. Und anscheinend gut versteckt, der Schweinekerl. Er würde dann einfach Gesundheit verlieren oder er würde loyaler werden. Wir würden Loyalität verlieren, Loyalität von ihm gewinnen. Aber nee, der Augur würde loyaler werden. Und hier würde Paulus, der Augur, ich lasse ihn auspeitschen. Doof für ihn, aber er hätte es ja nicht tun sollen. Wir können jetzt bald hier eine Fähigkeit... Jetzt können wir schon die Militärtradition uns gönnen. Es sei denn, wir warten noch bis Dezember 23. Wir könnten noch 2 Jahre warten, dann wird es nochmal günstiger. Und ich bin schon ein Fan von dem Gedanken, dass es günstiger wird. Aber dann können wir hier die Berufssoldaten machen. Unsere Kriegsmüdigkeit ist dann nicht mehr so krass. Boah, das gefällt mir sehr gut jetzt hier mit der Rekrutenreserve. Da darf ruhig noch eine Weile so wachsen. Und wir bauen in der Zeit jetzt hier Rom und Umland aus. Lass uns mal gucken, was wir so bauen können. Trainingslager hier in Rom geht natürlich nichts. Hier könnten wir tatsächlich 3 Gebäude bauen. Sieht es hier mit Festungen aus? Ist gar keine Festung in direkter Umgebung. Aber man muss auch nicht überall eine Festung haben. Auf der anderen Seite ist das natürlich sehr praktisch, wenn man jetzt hier eine Festung hätte. Ja, aber es würde nur 3 Gebäude letztendlich beeinflussen. Lasst uns das mal so machen. Schön gleichmäßig verteilt. Die Boni hier verteilen. So. Dann jetzt hier komplett Rom. Dann haben wir dieses Gebiet. Da habe ich auch noch gar nichts gemacht. Lasst uns einmal das hier wirklich komplett ausbauen. Momentan ist das schon da, das noch nicht. Das noch nicht. Das reicht noch nicht wegen dem Geld. Aber wir bauen jetzt einfach mal wirklich konsequent unser Gebiet um Rom herum aus. Und da breit, also mal Redekunstfortschritt, cool. Zivilisationsstufe National plus 2, Tod ereilt uns. Weil sie sind jetzt schon wieder dood. Warum müssen die immer sterben, die Feiglinge? Der Vulnerarius. Ja, okay. Wie sieht's denn aus mit den Familien? Gurgis. Nein, die Julianus-Familie ist ja nicht mit drin. Ogulnius, nee, auch nicht. Barbatus auch nicht.
Bulbucus Orni. Ach komm, dann nehmen wir immer einen von den besten. Aber ich nehme dann den hier, den Quintus Fabius Rullianus. Ich will diesen Publizisten. Diesen Populisten, Entschuldigung. Hier kein Ding geben. Und außerdem hat der auch noch die höhere Loyalität. So. So viel dazu. Das ist wichtig. Gesundheit plus 0,05%. Also macht er das mit allen Charakteren? Heilt er die dann? Die These, die ich gerade in den Raum stelle. Hallo, du tolle Armee. Bau doch mal weiter. Wir wollen schließlich hier in Sizilien früher oder später. Was? Ach so, das ist ja einfach nur die Kultur. Ich sehe gerade eben, dass ich hier mal kulturell tätig werden sollte. Wir haben hier lokale Autonomie. Ich sollte eventuell mal hier die Bewohner assimilieren. Bürgerchen hier. Was mich jedes Mal hier so Redekunst gedöhnt. So viel dazu. Mehr geht nicht. So Stück für Stück die Kultur hier ändern. Über all die Jahre. Naja, wenn es bei Jahren bleibt. So, 15.000 Mann haben wir jetzt hier. Wir könnten uns das jetzt tatsächlich leisten, sowohl vom Einkommen her als auch sonst. Ja, aber wie gesagt, ich möchte eigentlich, ich denke, ich setze mir jetzt mal als Grenze. Bevor ich nicht 100.000 Mann Rekrutenreserve habe, werde ich eine weitere Armee aufbauen und ich werde auch keinen Krieg anfangen. Ich werde zuerst eine vierte Armee aufstellen und dann werde ich einen Krieg eventuell hier vom Zaun brechen, den ich auch theoretisch alleine gewinnen kann. Ich wäre natürlich auch nicht böse, wenn ich jetzt mal hier so richtig krasse Legionen aufstellen könnte, aber ganz im Ernst, diese Länder können das einfach nicht hier unterhalten, ne? Also, wir haben jetzt hier 25 hier, 29, was? Das Alter trifft dann am Ende, alle, selbst Priester und bla bla bla, jemand wird alt und bekommt die Gicht. Eine Geschichte von zwei Städten. Wenn es sich um einen autonomen Stadtstaat handelt, kommt es häufig zu Meinungsverschiedenheiten zwischen ähnlichen Autoritäten. In diesem Falle war die geschäftige Stadt von Perusia wegen einer kleinlichen Landesdisputs nicht mit ihrem Nachbarn Ortana einverstanden. Man hat uns nun gebeten, diese Angelegenheiten zu richten, aber es ist klar, dass unabhängig von unserer Entscheidung beide Siedlungen einen Groll hegen werden. Ja, eine von beiden bekommt halt dann quasi Trouble. Also Perusia ist hier. Und Perusia hat hier ein Steuereinnahmenaufkommen von 29. Und Cortana ist direkt daneben. Ja, also Cortana hat gewonnen. Tut mir leid, aber Cortana hat gewonnen. Geht nicht anders. Die sind lokal empört. Das tut mir sehr leid, aber... Dann nimmt man halt einfach den, der am Ende mehr Kohle hat. So. Fakumio, 21.000. Das können wir machen. Ist das schön mit der Rekrutenreserve hier. So, und übrigens die aggressive Expansion ist schon bald wieder weg. Ne? Ihr seht also quasi, im Grunde ist das eigentlich gar kein Problem. Sobald wir dann wieder so weit sind mit unserer Rekrutenreserve, um irgendwie aktiv zu werden, können wir hergehen und feststellen, dass wir dann die aggressive Expansion verloren haben und greifen dann quasi theoretisch gleich wieder hart an und verleiben uns dann quasi wieder Nachbarn ein. Ich bin sogar am überlegen, ob man nicht vielleicht sogar hier was tun könnte. Anspruch fingieren. Da brauche ich eine ganze Menge an Gedöns. Wenn ich da drüben mit einer Armee aufschlagen will, muss ich natürlich auch Flotten hier haben. Deswegen schicke ich jetzt mal die Flotte dahin. Ach, guckt euch das mal an. Balarien. Da ist eine... Lol, das ist ja mal eine komplett eigenständige Sache. Die Karthager verlieren Land. Also zumindest hier. Ich bin der Meinung, dass wir uns das hier vielleicht so als allererstes holen sollten, oder? Was für Bündnisstrukturen haben die denn? Bündnis mit Elysien. Was ist... Ach, da unten. Das ist sogar das da. Das ist ja praktisch.
Und mit den Balaren. Das kann ich ja alles in einem Zug dann einnehmen. Vox Populi, empört über die politische Landschaft von Rom, stürmte heute Tiberius Variani in die Kammern des Camillus herein und bestand darauf, dass die Mitglieder des Senats mit einer Sache sympathisieren würden und unter keinen Umständen irgendwelche rechtlichen Änderungen, die von der Regierung gemacht wurden, zustimmen sollten. Tatsächlich schien es so apokleptisch, dass er nur mit Hilfe zweier seiner Untergebenen wieder aus der Senatshalle hinausstolpern konnte. Er verliert 20 Gesundheit und sie werden uns weniger wahrscheinlich unterstützen. Naja. Ich will keinen Bonus verlieren. Never ever. Zum Ernst, ich bin jetzt dann doch irgendwie auf dem Trichterchen. Dass ich die da oben in Ruhe lasse. Hier aber nicht. Ziviler Fortschritt finde ich gut. Und die gehen auch mal hier hin. Und wieder jemand tot. Der wichtig ist. Ein Kommandant. Der hier ist korrupt, das ist doof, aber taktisch unflexibel. Scheiße. Der ist auch korrupt, aber selbstsicher. Und darüber hinaus auch noch gleichgültig. Zum Glück habe ich mehrere zur Auswahl. Der ist listenreich. Oh, Finesse wird erhöht. Versklavungseffizienz. Aber seine Korruption ist halt noch deutlich krass. Der hat die Korruption von 20. Ich nehme den da. Diesen Jungspund. Die sind immer noch loyal gegenüber dem Typen, der tot ist. Nenne ich jetzt mal echte Treue. Idiotische Treue, aber echte Treue. Ein neuer Herrscher von der Handelsfraktion. Das ist, glaube ich, zuvor der Zensor gewesen. Und das war zuvor der Herrscher. Ja, diplomatische Reputation, was kann denn der? Boah, ich kriege ja gar keine Punkte mehr durch diese Typen. Ey, guck mal, ich bekomme überhaupt keine Zivilmacht. Das ist... Oh, oh. Ich kann mir gar keine Technologien mehr holen durch diese Pappnasen. Jetzt sind die hier an der Macht. Ohne Witz. Ich muss mal wieder hier mal was gönnen, dass es mal so ein bisschen ausgeglichen wird. Hat jetzt hier wieder meine Tyrannei erhöht. Was total nervig ist. So, Armeen stehen bereit. Wenn wir jetzt hier theoretisch einen Krieg vom Zaun brechen. Wie gesagt, ich denke, dass ich die alleine von dem Südsardinien und den Balearien, die sind also ohnehin schon im Krieg. Gehen wir mal mit. Er hat auch auf jeden Fall eine Krankheit. Das muss ich mir gleich mal angucken. Irgendeiner von den wichtigen eine Krankheit. Behandlung suchen. Ja, also. Er verliert 2% Gesundheit. Er hat Lepra. What? Und der ist Anführer geworden? Ist ja ein Lepra. Rachenbräune. Aber er ist immerhin unterwürfig. Unfähig ist er auch noch. Oh Gott, da sind die töricht. Argwöhnisch. Ach du Scheiße. Ich bin der Meinung, er sollte ganz dringend sterben. Ja, das wäre das Beste, was uns passieren kann, wenn er stirbt. So. Militär, Kriegsmüdigkeit. Oh ne, warte mal, ich könnte jetzt die Moral von Triremen erhöhen. Was wäre das nächste? Belagerungsingenieure. Müdigkeit brauchen die. Wir machen mal die Staatswürde. Komm. Zack. Moral von Triremen erhöht. Keine Ahnung, inwiefern diese Typen Flotten haben, aber wir gehen jetzt hier auf Nummer sicher in der Wirtschaft. Erhöhen jetzt hier erstmal wieder den Armee- und den Flottenunterhalt und dann gucken wir mal weiter, ob wir uns das leisten können. Scheint so. Es scheint so zu sein. Okay, dann schippern wir jetzt mal hier rüber. Und dann würde ich auch mal sagen, Diplomatie. Anspruch fingieren kann ich immer noch nicht leisten. Was kostet das? Aber wenn ich jetzt hier direkt den Krieg erklären würde, ja, wären die immer noch dabei.
Ja, aber immer noch nur für Überlegenheit zeigen. Also ich brauche auf jeden Fall diesen vermaledeiten Anspruch, wenn ich auf Nummer sicher gehen will. Scheiße, also meine Männer verlieren hier einfach tatsächlich auf den Schiffen. Meine Männer verlieren hier auf den Schiffen permanent, also meine Armeen verlieren permanent Männer. Die sind alle seekrank und springen über Bord. Das ist meine Interpretation daraus. Zu doof überzusetzen, ohne zu sterben. So kann man das zusammenfassen. Und das ist halt nicht mal wirklich wenig, ne? Also beide zusammen verlieren fast genauso viel, wie ich momentan monatlich wieder dazu bekomme. Okay, erstmal die Moral wieder hochpumpen. Das dauert eine Weile. Maximale Moral unserer Truppen beträgt 4,07. So, jetzt ist es, glaube ich, bald soweit. Und wieder jemand tot. Hey, ein unangenehmes Geschenk. Volumnis Postumius Migellus. Ein loyaler Diener des Staates und doch ein Mann mit einem fragwürdigen Talent für Ästhetik hat eine Statue zu Ehren von Caelus Variani in Auftrag gegeben. Die Bürgerversammlung sich von weit und fern versammeln sich von weit und fern, als die Enthüllung stattfindet, steht Volumnius Postumius Migellus einfach da, die Arme verschränkt und mit einem kleinen Grinsen in seinem Gesicht. Zerstört sie sofort. Dann werden wir nicht mehr so beliebt sein. Und er ist nicht mehr so loyal. Oder wir verlieren so oder so Beliebtheit. Postumius Migellus. Caelus. Ich finde es sehr, sehr verwirrend. Sie sollten das echt noch ändern. Sie sollten das so machen, dass hier der Name wie hier dran steht. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich nicht immer gucken muss, wer von beiden ist eigentlich jetzt immer wer. Wir machen, sie wird sofort zerstört, ey. Und schon wieder jemand. Ja, die sterben ja alle im laufenden Band. Das gibt's ja wohl nicht. Dann nehmen wir jetzt mal den. Nee, der ist mir zu korrupt. Das geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Aber ich brauche definitiv eher Leute, die loyal sind. Loyal ist das Wichtigste. Und wir brauchen wieder einen religiösen Forscher. Nehmen wir den da. Der forscht wie Sau, 125%. Das muss man ihm erst, das muss ihm erstmal einer nachmachen. So, 160 war der Wert, den wir brauchen, um hier einen Anspruch zu fingieren in Korsika. Und dann werden wir auch noch Sardinien. Ja, wenn wir alles nehmen, was geht. Also da bin ich jetzt relativ dann stumpf, was das Thema angeht. Religiöse Fortschritte, noch mehr Ohmstärke. Wie steht's denn hier um unsere Ohmen? Momentan immer noch Rekrutenreserve. Tributstaatzahlung. Es sind mehrere Abgesandte von Sympontum angekommen, die Gold und Wertgegenstände bringen. Wahrscheinlich glauben sie, dass wir der Grund dafür sind, warum sich der Handelsfluss in ihrem Land so ausgeweitet hat, und möchten ihre Dankbarkeit zeigen. Obwohl wir etwas überrascht sind, versuchen wir, unsere Verwirrung zu verbergen und die Belohnung mit den gebührenden Achtung und Wertschätzung anzunehmen. Wenn sie uns ihr Geld überlassen wollen, können wir nicht Nein sagen, oder? Das ist richtig. Handvoll Kohle haben wir bekommen. Lächerlich wenig. Egal, sagen wir es ihnen nicht, sonst sind sie traurig und weinen. Hier kann ich wieder tatsächlich ein Gebäude bauen. Lasst uns hier tatsächlich. Was bringt das nochmal? Zivilisationsstufe, Handelswert, Steuern. Ja. Dann, wie gesagt, hier die Nachbarino-Länder. Da kann man ja nicht auch mal was in diese Richtung gestalten. Ich will, dass die jetzt auch mal hier so ein bisschen Wachstum bekommen. Zivilisationsstufe. Ja, mehr kann ich mir gerade nicht leisten. Wie gesagt, wir warten immer noch darauf, dass wir einen Krieg beginnen. Oh, ein Kind wurde geboren. Dass wir einen sinnvollen Krieg beginnen können. Alleine, das ist eigentlich ein Oxymoron. Ein sinnvoller Krieg. Oh Gott. Sag mal. Der wird noch kranker. Mentagra. Sag mal, was hat der noch alles? Das gibt's ja wohl nicht. Junge! Was haben jetzt echt die Krankheiten an? Lepra, Rachenbräune, Mentagra.
Gott, kann ich den nicht irgendwie loswerden? Hinrichten, so quasi Gnadenstoß. Das wäre ein bisschen. Und wie hat der ein Kind gekriegt mit Lepra? Sempronia Secunda! Wie habt ihr das gemacht? Das ist doch garantiert nicht sein Kind. Da komme ich gerade eben irgendwie nicht so ganz klar drauf. Egal. Egal. Anspruch fingieren. So. Sie haben einen Anspruch auf diese Region. Los, Männer. Was ist das hier noch? Wir würden den Bonus verlieren. Nein, das machen wir nicht. Wir erklären jetzt gleich einen Krieg. Ich weiß, wir sind eigentlich schon noch zu früh. Das, was ich gesagt habe. Aber ist mir jetzt egal. Männer, geht von Bord. Und erobert dieses Land. So, ihr geht da rüber, holt die nächste Armee. Alle Armeen hier haben. Und wieder jemand tot, der wichtig ist. Der militärische Forscher. Nämlich den erstbesten hier. Da kommen 31 fucking 1000 Mann an. Okay. Dinge, die ich gar nicht witzig finde. So, zack, zack. Und darüber. Ne, wenn man gehst dann tatsächlich dahin. Oder? Kannst du dahin? Du kannst dahin, ja. Du musst jetzt hier hin. Diese Flotte geht dahin. 73.000, Mann! Das ist ja abartig. Vielleicht kann ich das hier noch blocken. Aber wahrscheinlich nicht. 80.000. Das Schlimme ist, ich glaube, ich kann das echt gar nicht machen. Armeen werden für die Seelandung Blockade blockiert, feindliche Küsten und teilt ich, wenn nötig, auf. Probier das jetzt einfach mal. Puh. Das ist eine harte Nuss. Also das sind echt viele Männer. Also das sind echt viele. Oh oh. Jetzt geht's hier schon los. Scheiße. Langsamer. Das wird so wichtig, dass jetzt die Verstärkung hier kommt. Jetzt mach doch hin. Boah, fuck it. Ey, ohne Witz, das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, die zu schlagen. Hilfe! das ist ja echt krass, ey. Ich weiß nicht, wie ich da gerade eben jetzt hier vorgehen soll. Scheiße, ey. Die Männer müssen jetzt hier auf die Schiffe fliehen. Der geht jetzt hier trotzdem natürlich in den Kampf. Wie viele Männer die haben? Du kommst ganz schnell hierher und rettest die Armeen. Okay, wohl haben die Gönner schon wieder. Ja, Unruhen lokal senken. Römische Bewohner tauchen auf. Wir nehmen die römischen Bewohner. Ah, oh, Scheibenkleister, ey. Na, du zehnfach überlegen, ey. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, so viele Truppen zu unterhalten. Ohne jetzt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie die das machen. Erstmal an Land gehen, Männer. Erstmal an Land gehen und die Sache hier reparieren. Maniplische Legion erhöht die Disziplin. Wir brauchen jetzt Disziplin, aber sowas von, Freunde. Einer unserer Typen ist gefangen genommen worden.
Hey, cool, damit hat sie was gewonnen. So, und da ist gerade passiert. Oh. Kann es sein, dass wir gerade eine ganze Legion verloren haben? Es sieht so aus. Shit. Okay, die sind stärker, als ich gedacht habe. Und zwar deutlich stärker. Damit hätte eigentlich keiner gerechnet. Okay, wir müssen es anders machen, Leute. Wir haben jetzt hier ein echtes Problem, wie ich gerade eben sehe. Wir müssen jetzt erstmal nochmal diese Armee wieder aufstellen. Wie war es? Ein paar Sagittari. 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir die Equites. 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir die hier. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja mal echt krass, ey. Und dann brauchen wir aber auch noch Schiffe. 1, 2, 3. Da habe ich schon kein Geld mehr. Brauche mehr Schiffe, um die alle transportieren zu können. Oh je. Boah, wer hätte damit gerechnet, dass da 80.000 Mann auf einmal durch die Gegend spazieren? Ja, blanke Wahnsinn. Wie soll denn das funktionieren? Wo die herkommen, ey. Gefangene im Ausland. Warte mal. Ich muss doch irgendwie den auslösen können. Aber das geht, glaube ich, nicht während des Krieges. Da war irgendwas mit Gefangenen. Gefangenen freikaufen. Also wir blockieren jetzt erstmal diesen blöden Hafen hier. So gut es geht. Was ist das hier? Erfahrung. Wir packen mal 5 Schiffe da raus. 1, 2, 3, 4, 5. Wählen wir aus. Schicken die nach Ostien. Wie gesagt, ich will dann einfach alle drei Armeen gleichzeitig benutzen können. 1, 2, 3, 4, 5. Auswählen. Und Ostien. So. Wie gesagt, die reichen auch. Die scheinen auch keine Schiffe zu haben. Ach, wie toll. Hat tatsächlich mal einer von unseren Verbündeten jetzt hier mal an Land. Der macht jetzt echt eine Wassereimerkette mit jeweils 2000 Mann. Die Verbündeten verheizen ihre Männer. Die verheizen ihre Männer. Das ist ziemlich schlecht. Da sammelt euch in Rom, Freunde. So. Das hier wird eine Flotte. Ihr braucht einen Admiral. Den kann man sogar nehmen, der ist listenreich, aber korrupt. Und korrupt ist halt doof. Ich nehme ihn jetzt aber. Stammeshäuptling Volero bietet Freundschaft an. Ja, können wir machen. Können wir machen. Alle nach Rom. Und dann haben wir eine weitere Armee. Zum Glück haben wir wieder ein bisschen Manpower, ne? Boah, ohne Witz. Also, da muss man ja mit allen gleichzeitig losschlagen. Sonst hat man überhaupt gar keine Chance. Wir sind so komisch krass rot gerade eben. Das war wohl gerade ein Bug. Hier muss noch die Flotte rein. Heiliges Blechle. Also die haben wie gesagt keine Truppen hier. Halt mir fest, die haben keine Truppen. Dann können wir ihn jetzt mal da hinstellen. Die haben also keine Schiffe so rum. Für eine Insel seltsam. Aber sie haben keine.
Dann warten wir mal, bis jetzt hier endlich ein paar Schiffe gebaut wurden. Dann die 12., die 13., die 14., die 15. Momentan steht's um den Sieg eher mäßig. Ich kann sogar nicht damit gerechnet, dass da 80.000 Mann auf dieser Insel rumstehen. Wie unterhalten die die? Das ist nicht normal. Darauf komme ich nicht klar, ey. Okay. Also wie gesagt, wir werden jetzt versuchen, erstmal hier oben jetzt was zu erobern. Und wieder jemand gestorben, der ein Kommandant war. Meine Kommandanten springen gerade eben alle freiwillig in die Klingen. Komm, baut mal ein bisschen schneller. Ich habe hier gerade eben so ein bisschen ein Problem. 13 Schiffe, wie gesagt, es müssen 15 sein. 22. Juni. Echt lang. Aber ohne Witz, ich hätte das nie für möglich gehalten. Also gut, wir können aber eine Sache machen. Die Schiffe, die sie haben, scheinen. Also sie haben scheinbar ja gar keine Schiffe. So können wir den Flottenunterhalt reduzieren. Erfindung. Gewölbe und Kuppel. Festungsverteidigung, Belagerungsleitern. Macht also das jetzt besser. Ja, Belagerungsleitern, bitte her damit. Ich will keinen Bonus jetzt verlieren. Und ich bin echt am Überlegen, warte mal, ich habe gar nicht geguckt, mit was für einer Taktik kämpfen die eigentlich, dass ich eventuell die Taktik anpassen kann. Kann nämlich sein, dass sie uns eventuell einfach ausgekontert haben, was Truppen angeht. So, gleich haben wir es, Freunde. 20. September. Und wieder jemand droht. Ach mal. Eine giftige Zunge. Der verliert entweder Loyalität oder. Das habe ich noch nie gehabt. Der Gouverneur von Lucanien ist ein besonders hinterhältiger Mann. Diese Tatsache ist nun mehr denn je deutlich. Er hat damit begonnen, die Bevölkerung seiner Gouverneursprovinz anzustacheln, um vielleicht eines Tages unsere Herrschaft anzufechten. Schlimmer noch, dass er in seiner Provinz noch hoch angesehen wird. Unsere Antwort muss daher wohl überlegt sein, dass ihn entweder quasi nichts gegen ihn tun können, seine Loyalität sinkt krass, oder wir sperren ihn einfach ein. Wir sperren ihn einfach ein und setzen einfach einen neuen ein. Punkt. Er ist vielseitig, gibt mehr Forschungspunkte, mehr Produktion von Bürgern, aber ist nicht ganz so eifrig. Aber er ist sehr loyal. So, haben wir jemanden eingesperrt? Oh, hier auch. Er ist ein Gründer. Produktion, Baukostenreduktion, Loyalität. Finde ich super. Super Dude. Komm, jetzt baue ich nicht diese olle Trireme hier fertig. We need this fucking sheep. Ich schicke jetzt hier schon mal diese Männer hier an Bord. Wie gesagt, wir werden diesen Krieg nicht aufgeben. Wachsende Freundschaft, hervorragend. Ja, toll. Freundschaften sind toll. Toll, toll, toll. 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 Wir müssen jetzt alle dahin. Alle Schiffe. Dieses Schiff muss da auch noch raus. Und sobald dieses Schiff hier draußen ist, muss dieser Typ hier an Bord. Ach, du ahnst es nicht, was hier los ist. Was? Wir ändern das ein bisschen. Alle Mann darunter. So, diese Flotte hier hin. Und wir gehen jetzt einfach mal mit allen Männern hier von Bord. Nehmen wir einfach mal dieses Land ein. Da habe ich gar keinen Stress mit. Was ist los? Weißer Frieden steht bevor. Wieso? Ach so, weil ich immer noch nichts. Ja. So.
Jetzt kann ich mit der einen Flotte hier hingehen. Das Problem ist bloß, die kommen halt trotzdem da drüber. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber sie können es anscheinend. So. Hier. Sobald die mich jetzt hier dieses Ding da dran haben. Jetzt kommen sie nicht mehr da weg. Jetzt. Lol, echt jetzt. Es kommt jetzt hier auf jeden Fall zum Clash. So oder so. Die verlieren gerade eben schon mal ordentlich Truppen. Wir haben diese Schlacht gewonnen. Wir fallen jetzt über die hierher. Oh, da ist eine richtige Schlacht. Also die verlieren ja gerade eben einige ihrer Männer. Taktische Überlegenheit. Numerius Xenoid hat im Kampf überragende Fähigkeiten gezeigt. Nicht nur hat er einen großen Sieg davon getragen, er hat auch die Bewunderung all seiner Truppen. Oh, das ist gut. Vorwärts zum Sieg. Er hat die Fähigkeit siegreich bekommen. Und ich bin jetzt halt. Oh, da kommt jetzt hier auch wieder zum Kampf. Moment. Also ich bin gerade eben echt der Meinung, wir sollten jetzt diese Truppen hier einfach erstmal schlagen. Leute, mach mal langsam, ey. Das geht ja mal echt gar nicht. Wie gesagt, jetzt können wir eigentlich da hochgehen und versuchen, diese Gebiete hier zu erobern. Das alles zu erobern wäre jetzt mir ganz sinnvoll. 20.000 gegen 28.000. Ich habe keine Ahnung, ob wir da eine realistische Chance haben. Was haben die denn hier von der Verteidigungsstrategie? Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Ich Pappnase. So. Und los, wo bleibt ihr denn? Jetzt sind sie endlich drüben. Oh Gott, was ist denn das für ein Kampf? Die führen also einen Nahkampfkampf. Wir haben einen leichten Malus. Das Einengen. Aber es ist nicht absehbar, wer das Ganze gewinnt. Es scheint ein leichter Vorteil für uns zu sein. Obwohl wir mehrere Mali haben. Ich kann es momentan echt noch nicht sagen. Omen. Mehr Disziplin. Das könnte es am Ende jetzt rausreißen. Also gut, die kämpfen auf Nahkampfstrategie. Wir scheinen die bessere Moral zu haben. Boah, wir waren siegreich. Aber frag bitte nicht wie. Und ganz im Ernst, ich habe vor, die jetzt hier zu vernichten. Ich muss die irgendwie vernichten. Ich will keinen Bonus verlieren. Und ich muss eigentlich die Folge schon wieder beenden, Leute. Ich weiß, ich muss die Folge beenden, aber gerade eben schwierig. So, denk, nee, die gehen da oben hin. Freie Männer? Befreiung! Römische Sklaven werden befreit oder. Ja, ich befreie römische Männer. Die Sklaven. So, wir haben jetzt wieder hier volle Moral. Haben uns den Typen jetzt hier gestellt. Bleibt mal hier stehen. So, wir haben die jetzt hier besiegt. Das sind zwar mehr als wir. Aber ihre Moral ist im Grunde beim Teufel. Oh Gott, wie die uns metzeln, ey. Guck ich das mal dann. Scheiße. Das ist ja echt übel, ey. Das ist ja echt übel. Boah, wir waren siegreich. Ach, du ahnst es nicht. Das war echt krass. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für alle Likes, für alle Kommentare, die ihr da gelassen habt, fürs Abonnieren, fürs Favorisieren und fürs Weiterempfehlen meines Kanals. Und ich bedanke mich bei meinen Patreons und bei denen, wie immer, ganz vorne mit dabei, Pastor Pinsi und Devil VHD als meine beiden Ehrendoktoren und Gefährten. Haut rein, liebe Leute, Roma Invicta, tschüss und Ade.